Ich habe die Ehre, Ihnen unsere Customized Modules Abteilung vorstellen. Wir arbeiten in Deutschland mit der Deutschen Bahn sehr intensiv. Wir haben aktuell 4 von unseren 38 Weichenwerke zugelassen an der Deutschen Bahn. Q1 und HPQ-Zulassungen. Unser erstes Werk ist Vosloorus in Trier in Deutschland, wo wir seit 20 Jahren jetzt Weichen produzieren, obwohl wir dieses Werk jetzt mehr auf Rillenschienentechnologie umgestellt haben. Wir müssen wissen, dass für die Weichenindustrie, wir haben zwei verschiedene Gebiete. Das erste ist urbane Transporte, wo sehr viele Rillenschienen im Einsatz sind, zum Beispiel die Straßenbahnen und so weiter. Und das zweite Segment ist, was wir eher konventionelle Eisenbahn heißen oder auch hohe Geschwindigkeitsstrecken. Das zweite Werk ist Vosloorus-Verkiin. Das ist schon sehr lange zugelassen an der Deutschen Bahn. Wir stellen in diesem Werk die Zungenrohlingen her. Das heißt, wir benutzen ein Zungenprofil und machen ein geschmiedetes Ende. Diese Teile werden direkt an die Deutsche Bahn geliefert, in das Werk in Witten, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und dann werden die Zungen in diesem Werk weiter bearbeitet und in Weichen eingesetzt. Das dritte Werk ist das französische Werk in Reichshofen. Und in diesem Werk bauen wir weichen Großteile. Das heißt, wir bearbeiten die Zungen, denn Witten ist nicht in der Kapazität, der ganze Bedarf von Deutschland zu absolvieren. Wir machen ebenfalls Backenschienen, halben Zungenvorrichtungen in Reichshofen. Und das nächste Werk, das vierte, ist in Bydgoszcz. Vosloorus-Polska, wo wir in Zukunft die Herzstücke für die Deutsche Bahn herstellen werden. Die Herzstücke für die Deutsche Bahn sind Herzstücke mit einer Spitze, die mit Wärme behandelt ist. Und dafür haben wir eine Investition gemacht in diesem Werk, die uns hilft, mit den deutschen Standards in Linie zu sein. Die wird geöffnet im Herbst, das heißt in 3-4 Monaten wird sie bereit sein, die Herzstücke zu bauen, zu bearbeiten, zu schweißen und ebenfalls, wie gesagt, zu härten. Inzwischen haben wir zwei Rahmenverträge mit der Deutschen Bahn. Der erste ist für weichen Großteile. Das heißt, wir sind der Lieferant von Witten, oder von Schwandorf, die zwei Werke von der Deutschen Bahn, wo wir unsere Teile hinliefern und die werden dort zusammenmontiert und auf die Baustelle geliefert von der Deutschen Bahn. Und dann haben wir einen zweiten Rahmenvertrag, Weichenfahrbahn, wo wir noch nicht geliefert haben, denn wir müssen, wie gesagt, auch die Herzstücke liefern. Wir sind, wie Sie sehen auf der Karte, sind wir sehr nahe an Deutschland. Die Werke in Luxemburg und in Reichshofen sind sehr nahe an Witten. Und das Werk von Bydgoszcz ist ebenfalls nicht weit von der deutschen Grenze. Das heißt, wir sind in einer guten Position, um sehr schnell zu reagieren. Für die Themen, die uns beschäftigen heute, habe ich zwei Stück ausgewählt, die sehr wichtig sind für der Lärm. Der Lärm ist mehr und mehr ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und ebenfalls die Verfügbarkeit von einem Netz ist auch wichtig. Das wird der zweite Thema sein. Wir fangen an zuerst mit dem Monoblock-Mangan-Stahl-Herzstück. Das ist ein Herzstück mit einer starren Spitze. In der Deutschen Bahn gibt es einen Standard, den wir verfolgen, aber wir werden in Zukunft ebenfalls mit der Forschung von der Deutschen Bahn arbeiten, um Lösungen zu finden, um der Verschleiß auf jeden Fall, aber auch der Lärm in den Herzstücken zu verringern. Auf einer Strecke gibt es auch Lärm wegen den Gründen, die erwähnt worden sind vorher, aber in einem Herzstück mit einer starren Spitze gibt es immer eine Lücke. Und das heißt, diese Lücke ist ein Platz, wo das Rad nicht so geführt ist wie am Rest von der Weiche. Deswegen benutzt man, um diese Lücke zu schützen, einen Radlenker. Das sind die kleinen Schienen, die Sie auf der Seite finden. Aber das ist nicht nur der einzigste Grund, warum wir ein Manganstahl-Herzstück vorstellen. Es gibt noch andere, die ich Ihnen jetzt erklären werde. Wie gesagt, die Lücke ist eine Quelle von Lärm und deswegen, wenn wir ein Monoblock-Herzstück benutzen, haben wir in der Mitte ein gegossenes Teil, das wir optimal adaptieren an die verschiedenen Räder. Und mit angeschweißten Schienen, 4 angeschweißten Schienen, damit sie direkt in das Netz passen.
Leider kann man die Schienen nicht direkt auf das Stahl schweißen, denn das Stahl enthält zwischen 12 und 14% Manganes, das ist sehr viel. Und das Schienenstahl lässt sich nicht darauf schweißen. Deswegen hat man ein Zwischenstück aus Edelstahl entwickelt. Und das Zwischenstück hat die Eigenschaft, sich auf einer Seite auf das Monoblock zu schweißen mit Manganstahl und auf der anderen Seite auf die Anschlussschienen aus Schienenstahl. Auf diesem Bild sehen Sie auf der linken Seite der Standard, den wir haben an der Deutschen Bahn aktuell. Es gibt 8 verschiedene Modelle, aber alle sind mehr oder weniger mit diesem Prozess gemacht. Wir heißen das Verbundherzstück. Verbundherzstück, da hat man in der Mitte eine Spitze, die aus Spezialstahl produziert ist, gefräst ist und wird dann wärmebehandelt, damit wir auf eine Härte kommen, die akzeptabel ist. Und auf beide Seiten werden 2 Flügelschienen fabriziert aus Schiene und alles ist zusammengeschraubt. Das funktioniert prima, aber leider kann man auf einer Schiene keine Auftragungsschweißung machen, um die Form von der Schiene zu optimisieren. Deswegen, wenn wir ein gegossenes Stück haben, sehen Sie auf der rechten Seite, haben wir eine optimisierte Führungsfläche auf dem Herzstück. Das heißt, wir nehmen in Betracht ein neues Rad und ein Rad, gerade bevor es wieder neu profiliert wird. Und wir haben eine Software entwickelt, wo wir dem Herzstück eine optimale Form geben, damit die Lücke, der Lärm an der Lücke verringert ist. Und das funktioniert prima. Wir mussten nur ein gutes Stahl finden, haben wir gefunden, das sehr flexibel ist, erstens, und das sehr hart ist auf der Oberfläche. Und das ist genau, was das Manganstahl erlaubt. Die Härte in Basis von dem Manganstahl ist sehr weich, aber es wird sehr hart mit der Hammerung von dem Rad, das durchfährt. Dafür gibt es eine andere Lösung, um direkt die optimale Härte zu bekommen von bis zu 450 Brinell, was sehr hoch ist. Und da benutzen wir ein Explosionsverfahren. Es werden ganz einfach auf das Manganstahl Explosionsstoffe geklebt und da wird Sand drüber geschüttet und dann wird eine Explosion gemacht, damit wir sofort die Härte von dem Herzstück bekommen, das Rad ebenfalls machen würde in mehrere Wochen Benutzung. Auf der rechten Seite haben Sie unsere verschiedenen Kunden für diese Methode, zum Beispiel Schweden, seit 20 Jahren haben Sie nur noch diese Methode. Österreich, Schweiz ebenfalls. Und das ist eben die Technologie, die wir in Zukunft an der Deutschen Bahn probieren werden einzuführen. Das nächste Thema, das uns beschäftigt, ist die Verfügbarkeit von den Netzen. In sehr vielen Netzen, zum Beispiel in Deutschland an der Deutschen Bahn, werden weniger neue Linien gebaut, aber sehr, sehr viele Weichen ausgetauscht. Und das heißt, was die Kollegen geschafft haben von Lifecycle Solutions, eine Schleifung zu machen mit 80 km/h. Leider für die Weiche, um die Weiche umzutauschen, gibt es ein Loch in dem Gleis. Das heißt, wir müssen sehr schnell eine Weiche abbauen und einbauen. Und deswegen haben wir eine Lösung gefunden, die wir schon länger haben, aber die optimisiert wird mit einer Lieferung, was wir heißen, eine Key Solution, schlüsselfertige Lösung. Das heißt, wir bauen die Weichen komplett in der Halle zusammen, direkt auf die Schwelle. Und wir haben auch verschiedene Entwicklungen gemacht, zum Beispiel, was Sie kennen vielleicht, das Backdrive, das Gestänge, das sich außerhalb von der Weiche befindet, erlaubt manchmal nicht, die Weiche zusammenmontieren. Wir haben ein Gestänge mitten auf die zwischen den 2 Zungenvorrichtungen gebaut, damit wir sie auf einen Waggon laden können. Und hier haben Sie ein paar Fotos, wie zum Beispiel auf der rechten Seite. Das war ein Projekt, das wir letztes Jahr gemacht haben in der BLS in der Schweiz, wo wir eine ganze Flotte von 6 Weichen geliefert haben in einem Schlag mit diesem System. Was wir wollen, ist natürlich immer die Zeit verringern vor Ort, die Einbauung. Das heißt, sehr schnell müssen wir handeln. Manchmal haben wir noch 4 Stunden, um diese Arbeit zu absolvieren. Und wir müssen so gut wie möglich alles vorbereiten in dem Werk. Ebenfalls die Einrichtung von dem Gestänge und von den Antrieben. Auf dieser Diapo sehen Sie genau das ganze Verfahren von einer schlüsselfertigen Weiche, direkt von dem Masterplan. Natürlich müssen die Netze uns genau sehr früh die Einbauszeit geben und die Weichenmodelle, damit wir sie vorbereiten können und damit wir alles organisieren können, um in der Zeit liefern.
Also wir machen der Masterplan, wir machen das Design und die Produktion. Nachher wird die Weiche abgenommen in unseren Werken von der Deutschen Bahn oder von einem anderen Kunde in Deutschland oder überall. Und nachher wird sie auf die Baustelle geliefert mit einem Schrägwaggon. Dann wird sie von den Trucklayer, das heißt die Unternehmen, die die Weichen einbauen, das sind nicht wir, wird sie eingebaut, zuerst abgeladen, dann eingebaut und letztendlich nehmen wir die alten Weichen wieder zurück und machen ein Recycling, das ist auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt und wir machen ebenfalls der Unterhalt von der Weiche und verkaufen natürlich die Ersatzteile. Denn wie vorher schon angesagt, eine Weiche muss 40, 50 Jahre halten. Und in dieser Zeit glauben Sie nicht, dass alle Teile bleiben diese ganze Zeit. Meistens bleiben die Schwellen auf dem Platz, manchmal die Gleitstuhlplatten, aber auf jeden Fall die Herzstücke, Zungenschienen werden bis zu zweimal gewechselt in dieser Zeit. So, das ist mehr oder weniger, was wir sagen konnten über die Weichen und über diese zwei Themen, die uns beschäftigen. Und natürlich sind wir offen, Ihnen alle Fragen zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören.